Grüße euch. Wir wollen für so ein Stiegenmodell, so eine viertelgewendelte Stiege, eine Stiegenschalung erzeugen. Und eine kleine Ersparnis dazu. Wir wollen unten nicht, dass diese Laufplatte sozusagen reinläuft ganz spitz, sondern wir wollen, damit wir dann mit dem Fußbodenbelag, mit Fliesen und so weiter keine Probleme haben, einfach hier im rechten Winkel gerade runterfahren und gerade abschalen. Das ist jetzt einfach nur ein Stiegenmodell für die Schule. Was auch gleich eingezeichnet wurde, ein Wagriss. Ein Wagriss, also ein Meter über den fertigen Fußboden, eine Linie an der Wand, wo ich schale, wo ich mir dann später entlang dieser Linie die einzelnen Stufen aufzeichne, laut Plan, also kleine Strichel mache und dazu schreibe, welche Stufe es ist. Und dann kann ich runtermessen vom Wagriss, wo die jeweilige Stufenhöhe genau ist. So, den Wagriss selber ist natürlich immer ein kleiner Riss normalerweise, ein Meter über den fertigen Fußboden. Den kann man mit einem Waglaser oder mit einer Schlauchwaage oder mit einer Waaglatte an der Wand auftragen, innen und außen. Ich habe es hier nur mal außen angedeutet. Gut, wie schaut das nun in der Praxis aus? Also als erster benötigen wir den Wagriss, 1 Meter über der fertigen Fußbodenoberkante. Er ist halt nicht genau 1 Meter über dem jetzigen Boden, weil eben der Fußbodenaufbau fehlt. Den Wagriss benötigen wir, um auf gleicher Höhe zu sein. Die Seitenauftragung von den Stufen. Und da gehen wir eben von einem Fixpunkt aus, in unserem Fall die Ecken. Und wenn wir da eben jetzt die Vierer, also die Breite 4 auftragt, dann muss man eben auch den Vierer dazu schreiben. Was findet deine Hand gerade nicht? Machen wir Aufstichlatte, dass keine Nestengenauigkeiten passieren. Und die tut man eben ein bisschen vom Boden auf, falls der Fußboden nicht ganz eben ist. Und dann macht man sich da bei Meter diesen Strich. Dann müssen wir genau von da 1 Meter runter. Vom Meterriss, den wir übernommen haben, haben wir jetzt hier einen Meter runter gemessen, genau die Fußbodenhöhe, die ich später haben soll. Also hier kann ich dann meinen Pfeil mit plus minus 0,00 hinschreiben. Von hier geht man aus. Ab hier werden die einzelnen Stufenhöhen aufgetragen. Bei einem Meterriss geht man 1 Meter nach unten und man markiert es mit plus minus 0,00. Man soll dann die Stufenhöhe nehmen und multiplizieren, also ausgehend von hier mal 1, mal 2, mal 3 und so weiter. Auf jeden Fall sollte man das halt nicht so machen, dass man die Stufenhöhe nimmt und es von plus minus 0,00 abmisst und dann hier einen Strich macht und weiter. Die Stufenhöhe ist 15 und dann legt man halt solche da an und nimmt einmal 15, zweimal 15, dreimal 15. Nachdem wir jetzt die Stufenhöhen aufgetragen haben, also einmal 15, zweimal 15, dreimal 15, um diese Weitermessfehler zu eliminieren, gehören natürlich genauso wie beim Wagriss die Stufennummern hingeschrieben. Das heißt, bei 0 ist eben 0, dann geht es die erste Stufe rauf, zweite und so weiter, bis man eben im nächsten Geschoss ankommt. Das heißt, die Aufstichlatte muss natürlich auch so lang sein, dass ich wirklich ins nächste Geschoss raufkomme von der Höhe her. Jetzt legt man sich die Wasserwaage da an, damit es genau im Wagriss ist mit dem Strich. Dann legt man an. Runter, runter, runter. Damit es genau beim Strich ist und in der Waage. Dann verbindet man die Punkte 3 und 4 und markiert sie nur die Höhen, damit man die genau sieht.
haben die einzelnen Stufenhöhen angezeichnet und jetzt werde ich die Stufenbreite anzeichnen. Wie man sieht, ist auf der Außenwange der Stiegenverlauf wird immer flacher und auf der Innenwange wird er immer steiler. Der nächste Schritt ist einfach, dass man die Laufplattendicke bei jeder Stufe einzeichnet. Also hier, hier und hier. Und bei der Laufplattendicke geht es einfach darum, der Stufenverlauf bei einer Stahlbetontreppe ist ja nichts anderes wie ein Träger. Das heißt, die Statik gibt es vor. Und damit ich das einzeichnen kann, machen wir Hilfslinien. Ich halte hier von einer Stufe zur nächsten einfach einmal einen rechten Winkel hin und mache mir eine Hilfslinie. Die hat sonst nichts weiter zu bedeuten. Und das mache ich bei jeder. Und hier kann ich nachher die statisch wirksame Laufplattendicke eintragen. Außer, wir haben hier keine Stahlbetontreppe ohne Belag, sondern wenn wir auch einen Belag mit eintragen wollen, dann müssen wir jetzt die Belagsdicke plus Versetzmörtel jeweils auftragen, das heißt eine Parallele unserer Zickzacklinie auftragen und von dem Punkt dann aus die Laufplattendicke. Wir haben jetzt hier unsere Laufplattendicke plus 2,4 für die Schalhaut. Das wäre jetzt die Oberkante unseres späteren Wangenbrettes, das allerdings in einer Kurve ins Eck läuft. Bei jeder dieser Stufen haben wir das jetzt gemacht. Allerdings hier kann ich es nicht, weil da die Eckstufe natürlich über Achse reinläuft. Das heißt, ich konnte dort nicht einfach obermessen. Wie komme ich jetzt da auf die Höhe? Macht man jetzt folgendermaßen. Man nimmt jetzt einfach eine nächste Stufe. Man verbindet die beiden, aber nicht ganz, sondern ich brauche nur diesen Punkt in der Mitte in etwa. Dann halbiert man diese Strecke und da fahre ich ganz gerade runter. Das heißt, dann habe ich in der Hälfte der Stufe ein Maß für die Laufplattendicke. Und hier bin ich auch in der Hälfte der Stufe. Das heißt, das Maß, das ich hier habe, kann ich dann abmessen und hier auftragen. Dies wäre jetzt die Hälfte. Und unten einfach das Kreuzerl machen. Fahr gleich ein bisschen weiter runter, weil da bist genau liegt drin von der. Fahr gleich ein bisschen hoch, so geht's auch, ja. Genau. Und die Differenz zwischen da und da müssen wir jetzt drüber auftragen. Die Kurve, die sich ergibt, zeichnet man dann mit einer Hilfe eines Kurvenlineales, das kann jetzt eine Dreikantleiste sein oder ein Polokalrohr, zeichnet man jetzt einfach von Punkt zu Punkt an. Die Dame hält gerade unten an diesem Punkt fest, dann muss jemand diesen Punkt festhalten, du wärst da ziemlich grob zu mir fahren. Halt bitte da jemand. Dann da halt jemand, dann nimmt jemand einen Bleistift. Da muss er sein. Und da sind wir. Und verbindet einmal die Kurve. Einfach komplett durchzeichnen. Dabei geht es hauptsächlich darum, dass wir eine schöne gleichmäßige Linie hinzeichnen, ohne irgendwelche Verkantungen und Ecken, weil diese Kurve ist dann später die Gleichmäßigkeit des Betons. Weil der Beton wird dann genauso ausschauen, wie diese Kurve ausschaut. Wenn ich da Ecken drinnen habe, wird später der Beton auch eckig ausschauen. Unser Wagris mit den Stufen, von hier hinunter unsere Stufenkanten, der Stufenverlauf an der Wand, von den unteren Ecken unserer Stufen die Laufplattendicke plus die Dicke der Schalhaut haben wir eingezeichnet und bekommen hier eben unsere Kurve, die eben immer flacher wird. Irgendwo habe ich jetzt hier einen Fußbodenaufbau. Das heißt, wenn ich jetzt einmal mit meinem Zahlstab hier einfach den Meter hinuntermesse, egal wo ich gerade bin, bekomme ich hier die Höhe, wo später der Fußboden sein wird. Ich mache mir jetzt die Fußbodenhöhe
einfach einmal mit der Wasserwaage zeichne ich mir einfach als Linie einmal an in diesem Bereich. Ein Loch, das heißt, hier wäre unsere Fußbodenhöhe. Jetzt sollen wir unter Umständen hier Fliesen legen oder sonst irgendeinen Fußbodenbelag hingeben. Das heißt, wenn ich da mit der Betonunterkante bis hierher fahre, kommt der Bodenleger da nicht mehr rein. Das heißt, ich werde irgendeine Höhe festlegen müssen, obwohl ich einfach gerade nach unten fahre und alles mit Beton ausfülle, damit ich einen Anschlag sozusagen für einen Fußbodenbelag habe. Ich sage jetzt einmal zur Einfachheit halber 10 cm, damit ich auch einen Sockelleisten kleben kann später am Boden, fahre ich auf alle Fälle nach oben von meinem Fußboden. Die Wasser, haben wir andere Wasserwacke, was kann, ist wurscht, geht das so auch. Das heißt, jetzt bin ich 10 cm höher wie der Fußboden. Ab hier schale ich die Treppe gerade nach unten, damit ich später beim Bodenlegen keine Schwierigkeiten habe. Okay? Das heißt, dann einfach von dieser Schnittkante her mit den 10 cm überfertigen Fußboden einfach eine Gerade nach unten zeichnen. Hier wird abgeschaltet. Also hier soll der Beton dann sein. Das heißt, wieder 2,4 cm weiter herüber und erst hier verläuft das Wannenbrett. Weil da müssen wir dann später ein Brett herübergeben als Abschalung. Wenn ich herüber das gleiche mache, könnte es dann sein, dass der Fußboden schräg herübergeht, weil wir ja da eine andere Kurve haben. Wenn ich da jetzt allerdings mit dem rechten Winkel gerade umfahren will, muss ich mir einen rechten Winkel konstruieren, dann kann ich beim Fliesenlegen durch mich leichter, dann wird halt dieser Anstieg nach oben hin steigen, bis ich dort bin. Damit ich mich dann leichter tue. Schöner ist es wahrscheinlich, ich fahre mit dem rechten Winkel ganz gerade um. Wir haben jetzt hier diesen Kurvenverlauf, ist ja keine Gerade, sondern eine Kurve, die hier ins Eck immer flacher wird, genau auf den Punkt hingeht und dann wieder steiler wird. Und jetzt brauchen wir dann eine Unterkonstruktion für unsere Schalhaut. Das heißt, wir werden hier ein Wangenbrett anbringen. Und dieses Wangenbrett müssen wir uns herausmessen. So. Wir zeichnen nur das jetzt die Oberkante unseres späteres, nimm es weiter hinten, dass du gescheit in der Hand hast. Die Oberkante unseres Brettes mit der Schlagschnur an der Wand einfach einmal an. Und nachdem es eine Kurve ist und das Brett gerade ist, wird unsere Kurve oben drüber gehen müssen. Das heißt, ich halte es einmal ein bisschen weiter oben. Du ziehst noch ein bisschen an. Und jetzt fährst du mal nach unten. Fahr runter, 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 runter. Schopp! Zu viel. Wir brauchen, gleich ein bisschen laufen noch. So, ja. Wir brauchen hier ungefähr einen Zentimeter Platz, damit wir nachher, wenn wir mit der Stichsäge schneiden, nicht rauskommen aus unserem Schlitz, den wir schneiden. Das heißt, hier in der Mitte, nachdem die Kurve nach oben geneigt ist, schaue ich, dass ich ein bisschen Platz lasse und hinten vorne lasse ich es ausstehen. Und dann machen wir jetzt einmal eine Linie. Die haben wir jetzt einmal da. Wir haben jetzt die Oberkante unseres späteren Wangenbrettes einmal mit der Schlagschnur aufgezeichnet. Jetzt brauchen wir diesen Winkel, damit ich das Brett einmal hinten abschneiden kann, damit es dann ganz genau in die Ecke passt. Dazu verwenden wir unseren Winkelmesser, den stelle ich mir schon einmal auf ein bisschen steif, damit er bleibt, wie er ihn hab. Dann halte ich ihn rein. Übernehmen wir diesen Winkel. Jetzt kann ich zum Brett gehen, das aufzeichnen und einmal abschneiden. Und genau das machen. Nicht ganz vom Weg, weil dann kannst du die Säge gescheit ansetzen, also 5 mm Abstand lassen und dann. Okay, passt. 5 mm heißt nicht, das ist ein Zentimeter, aber es geht auch. Das heißt, die Kanten können wir jetzt mit der Stichsäge mal. Länge unseres Brettes, also das haben wir, den Winkel haben wir jetzt abgeschnitten vom Brett. Und diese Länge braucht man jetzt, damit das Abschalungsbrett, was quer rumkommt, dann später Platz hat. Und die Länge von hier bis ins Eck auf, die könnt ihr jetzt messen. Hüft zusammen. Und das Maß könnt ihr oben auf die blaue Linie sogar draufschreiben. Ja, dann braucht man sich nicht merken. Kann man jederzeit nachschauen, wie viel das gewesen ist. 27,9. Okay, dieses Maß, das wäre jetzt unser Wangenbrett im Eck und da jetzt das Maß und
der Strich. Auf unser gerades Brett die darunterliegende Kurve übertragen, dass wir es dann rausschneiden können. Das machen wir, indem man einfach das Brett einmal auf Lager auflegt. Bitte weiterhalten, eine Bleistift bitte. Eine Bleistift bitte, danke. Und jetzt gehe ich her und mache mir einen Haufen Zwischenpunkte, von denen ich weg ist. Das heißt, da haben wir so eine Hilfslinie runter, die kann ich mir ja schon einmal übernehmen. Das ist eine Hilfslinie. Hier. Zwischendurch kann ich auch welche machen. Das heißt, wenn ich da runter miss, kann ich mir das genauso übernehmen. Dann brauche ich jetzt nur mehr das nach vorne kippen, diesen Abstand messen und den Punkt eintragen. Diesen Abstand messen und den Punkt eintragen. Diesen Abstand messen und den Punkt eintragen. Dann habe ich einen Haufen Punkte, die ich mit dem Kurvenlineal wieder zu einer Kurve vereinen kann. Und dann kann man die Kurve wurde übertragen über diese einzelnen Punkte, so wie wir es zuerst gezeigt haben. Und jetzt kann man es mit der Stichsäge einfach entlang schneiden. Wenn man keine Stichsäge hat, macht man lauter kleine Schnitte, zum Beispiel mit einer Bogensäge, und kannst dann mit einem Hammer rausklopfen. Das Ausmessen der Kurve macht man sie irgendwo eine kleine Kerbe und gibt einen Nagel rein, dann rutscht das Brett dann nicht mehr davon. Der zweite Auflagenagel kann dann irgendwo sein. Und danach kann ich das Brett immer nach vorne kippen und eben die Abstände von der blauen Linie, also von der Oberkante meines Brettes bis zur Kurve, jeweils messen und am Brett auf. Das erste Wangenbrett an der Wand befestigt, wir haben es einfach angenagelt. Natürlich, wenn dahinter jetzt Mauerwerk oder Beton ist, müsste man es dübeln oder mit einem Schussapparat befestigen. In dieser Stufenwange sieht man, dass die Kurve sich nach unten biegt. Das heißt, mit unserer blauen Linie als Oberkante unseres späteren Wangenbrettes muss ich halt vorn und hinten schauen, dass ich diesen Zentimeter Platz lasse, damit ich wegsägen kann, damit ich genug Platz habe. Hier beim Auflager sind wir absichtlich gerade nach unten gefahren. Wir fahren mit dem rechten Winkel herüber, wo wir den Schnitt haben, fahren wir wieder nach oben und stellen einfach, weil es so kurz ist in dem Fall, ein senkrechtes Brett runter, und was noch fehlt, machen wir einfach dazu. Hilfslinien gezogen, dass man auch den Abstand bis zur Kurve dann eintragen kann. Maß wird abgenommen, Oberkante des späteren Brettes bis zur Kurve und dann drauflegen. Dann einfach mit dem Maßzirkel aufgetragen und der Bleistiftmarke dann gesetzt. Dann spare ich mir die Zahlen merken, wenn ich mit dem Zirkel arbeite. Jetzt hier dann meine Schalhaut drauf gebe, dann würde das natürlich den Betondruck nicht aushalten, weil wir haben entweder ein paar Dübeln oder in unserem Fall ein paar Nägel drinnen, die würden einfach rausbrechen. Das heißt, wir müssen dann um diesen Betondruck, wenn man das jetzt mal schaut, wenn ich da jetzt ein Drittel von diesem Dreieck in der Höhe nehme, das sind dann ungefähr 20 cm um die 600 Kilo. Um die 600 Kilo am Quadratmeter muss die Schalung dann rein Druck nach unten ausweiten. Und das wird er natürlich so ein Nagel nie ausweiten. Deshalb muss er was drunter stellen. Wir könnten natürlich auch hergehen und hier statt diesen Wangenbrettern lauter stehende Bretter nach der Reihe reingeben. Dann wird es den Druck auf alle Fälle aushalten. Aber ich habe dann einen riesen Bretterverbrauch. Natürlich bei unserem kleinen Beispiel macht das nicht viel aus, aber wenn man so macht mit Wangenbrettern, wo die Kurve rausgeschnitten ist, dann stellt man im Eck gerade Bretter drunter und befestigt sie. Und alle 60 cm in der Winkelhalbierenden zwischen rechtwinkelig auf die Unterkante und von unten Wasserwaage gerade rauf. Also diese beiden Winkel halbiert man und so stellt man die Unterstellung. Wenn ich eine Unterstellung reinstelle, Winkelhalbierende mache ich einfach mit einer Parallele, kann hier meine Gerade einmal zeichnen und mache gleich mit der Wasserwaage eine zweite Linie. Dann brauche ich einen Winkel. Ich mache mir hier denselben Punkt, wo ich mit der Wasserwaage eine Linie gemacht habe, eine weitere Linie. Und jetzt mit der Wasserwaage wieder eine Parallele in diese Richtung. Und wo der Schnittpunkt ist, ist die Winkelhalbierende. Und genau so baut man noch an die Bretter ein.
heißt, dieser Punkt und dieser Punkt hier in der Winkelhalbierenden, so werden dann die Unterstellungen eingebaut. In diesem Winkel, für dieses Brett. Diese Winkelhalbierende verwendet man aus diesem Grund. Wenn ich es gerade hinstelle, könnte es sein, dass die ganze Schalung wegkippt. Wenn ich es in der Winkelhalbierenden hinstelle, zwischen rechtwinkelig auf die Unterkante und Wasserwaage, also rechtwinkelig von unten her, wenn ich das in der Winkelhalbierenden hinstelle, dann lehnt sich die ganze Schalung gegen das Eck und kann nicht umfallen. Einfach parallel zu dieser Linie hin. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich mache eine Parallele zum Boden. Macht ihr bitte, wer entspricht? Okay. Das kann man jetzt wegschneiden. Wenn ich es weggeschnitten habe, stelle ich das Brett wieder hin und dann kann ich mal oben anzeichnen. Wenn ich das dann schneide, passt es ganz genau an diese Stelle hin.